Banger One Piece existiert! Jo Leute, heute würde ich mal gerne über eine Theorie reden, die sehr interessant ist. Und zwar geht es um Laufteil, wo sie sich befindet bzw. wie sie versteckt wird. Robs und Grüße gehen raus an die japanische YouTuberin Dawn and Dusk, die auf diese Theorie gekommen ist. Checkt auf jeden Fall ihr Video unten in der Videobeschreibung ab. Es gab ja eine Szene, bevor Eckert angefangen hat, wo Ruffy über seinen Traum gesprochen hat bzw. der Crew offenbart hat, und diese Szene war ja äußerst beliebt und unvergesslich in der Community. Und es gibt auch einen anderen Fall, in dem Ruffy das Wort Traum benutzt, und diese Szene könnte sehr stark mit dem Geheimnis von Laufteil zusammenhängen. Aber was denkt ihr Leute, wo befindet sich Laufteil? Der wichtigste Hinweis dafür ist in Kapitel 490 zu finden. Zu diesem Zeitpunkt ist ja Brook der Crew beigetreten, und ihr wisst ja noch, dass die Strohbande von der Thriller Bark zur Redline gesegelt sind, quasi auf der anderen Seite von Mary Joa. Also auf den ersten Blick, Leute, denkt man, dass diese Phänomene, die da auf der Reise begegnen, nichts damit zu tun haben. Also ich denke jedoch trotzdem, dass diese Erfahrungen, diese Ereignisse, die wichtigsten Hinweise auf den Aufenthaltsort von Laufteil enthalten könnten. Ich glaube auch, dass die Anwesenheit von Laboom, dem Wal, auch mit Laufteil in Verbindung gebracht werden könnte. Wir wissen ja, Leute, dass in der Welt von One Piece Nebel und Wolken dafür verwendet werden, um etwas zu verbergen. Eine Sache, die sehr krass war, als wir damals in Wano Kuni erfahren haben, dass Momonosuke beschloss, das Wano-Land nicht zu öffnen. Und dort hat ein Beamter der Weltregierung den fünf Weisen Folgendes berichtet. Stimmt es, dass der Elefant verschwunden ist? Ja, langsam in den Nebel. Und Nisha erscheint ja immer in Begleitung von Nebel, was sehr interessant ist. Und der Nebel, der bei der Darstellung von Nisha dargestellt wird, ist charakteristisch immer mit einem Wirbelmuster wie Löffelfrüchten gezeichnet. Deswegen glaube ich, dass der Nebel kein natürliches Phänomen ist, sondern könnte entweder durch eine Technologie sein oder durch eine Teufelsfrucht. Und tatsächlich wissen wir ja schon, dass die Wolken in der Welt von One Piece tatsächlich künstlich verarbeitet werden. Erinnert ihr euch nochmal an Skypiea? Und dort ist ein verstecktes Dorf zwischen den Wolken, in dem das Volk der Shandia lebt. Es ist eine Insel versteckt in den Wolken. Außerdem befand sich ja die goldene Stadt genau unter den Wolken, so wurde quasi alles Kostbare von den Wolken verborgen, sei es die Glocke und die goldene Stadt. Es gibt auch einen weiteren Hinweis, warum der Nebel mit den Teufelsfrüchten zu tun hat. Lass uns mal auf den rätselhaften Schatten von Rillabug mal anschauen. Interessanterweise weist dort der Nebel auch ein Wirbelmuster auf. Dieses Muster ähnelt sehr dem Muster von Venishas Auftritt, was sehr krass ist, wie ich finde. Muss eine Verbindung zwischen den beiden Sachen sein. Das heißt, diese Nebel bzw. diese Wolken sind dafür zuständig, um etwas zu verschleiern oder auch in dem Fall Zunisha oder diese Monster bei der Thriller Bark unsichtbar zu machen bzw. zu verschleiern. Und die japanische Übersetzung der Thriller Bark Monster lautet wie folgt. Der weiße Nebel wird heute wie immer dichter. Er verhüllt das Gesicht eines Seeungeheuers mit einem weißen Leichentuch. Auf diese Weise könnte ich mir vorstellen, dass es in der Welt von One Piece Folgendes gibt: eine andere Welt in den Wolken oder im Nebel versteckt. Das Florian-Dreieck aus One Piece ist übrigens wahrscheinlich das Bermuda-Dreieck aus unserer Welt. Schauen wir uns mal die Beschreibung des Florian-Dreiecks in One Piece mal an. In diesem Meer verschwinden jedes Jahr mehr als 100 Schiffe. Und dann werden die Schiffe gefunden, von denen nur die Besatzungsmitglieder verschwunden sind. Das Geheimnis des Geisterschiffs in dieser Beschreibung wurde von Kokolo enthüllt. Da war es das Schiff, auf dem Brook gereist ist. Aber Leute, eine Sache ist nämlich die, dass das Geheimnis mit den Besatzungsmitgliedern, die verschwunden sind, bleibt immer noch ein Rätsel. Die können ja nicht einfach so verschwinden. Deswegen glaube ich, dass es eine Parallelwelt bzw. eine Welt gibt mit One Piece, wo die Leute in diesem Nebel verschwinden. Das Bermuda-Dreieck in unserer Welt ist ein dreieckiges Meeresgebiet, das von der Spitze der Florida-Halbinsel, Puerto Rico im Atlantik und den Bermuda-Inseln begrenzt wird. Seit langem kommt es immer wieder zu Vorfällen, bei denen Schiffe, Flugzeuge oder einfach nur die Besatzungsmitglieder verschwunden sind. Es kann nicht wissenschaftlich erklärt werden und wird oft als okkultes oder paranormales Phänomen behandelt. Wir wissen ja auch, dass das Meer in unserer Welt kaum erforscht ist, deswegen glaube ich, dass es in der One Piece Welt bestimmt Orte gibt, die auch noch nicht ganz erforscht sind. Es gibt ja immerhin noch gar keine Landkarte. Und in unserer Welt sind ja verschiedene Theorien dadurch entstanden, darunter plötzliche Wetterveränderungen, außerirdische Theorien und magnetische Anomalien. Es gibt auch die Theorie des Schwarzen Lochs, die besagt, dass es eine Legende gibt,
dass es im Bermuda-Dreieck ein schwarzes Loch gibt, das eine andere Welt verbindet. Vielleicht existiert hier eine alternative Dimension in der Welt von One Piece, Leute, an dem Orden, die in Nebel und Wolken gehüllt sind, ähnlich wie im Florian-Dreieck. Es könnte zum Beispiel auch den Angriff des Riesenroboters auf Mary Jo erklären, der ja urplötzlich erschienen ist, vielleicht aus dieser Parallelwelt. Denn selbst Vegapunk hat ja nicht gewusst, woher dieser Riese überhaupt gekommen ist. Aber wie komme ich jetzt darauf, dass der Riese von dem Nebel erschienen ist? Mary Jo liegt ja am Gipfel der Red Line, und werfen wir mal einen genaueren Blick darauf, sehen wir bei der Region nahe der Spitze der Red Line, dass das genauso in Nebel gehüllt ist. Vielleicht ist ja der Roboter aus diesem Nebel aufgetaucht, denn während der Roboter Mary Jo angreift, sieht man dort auch einen Nebel. Das könnte auch den Angriff erklären, der das Königreich Lulusi ausgelöscht hat und möglicherweise von der Waffe von Imsama inszeniert wurde. Vor dem Angriff begann sich der Himmel ja über dem Königreich zu verdunkeln, und darüber hinaus erwähnte ja auch Sabo, etwas Schwarzes flog über den Wolken. Deswegen glaube ich auch, dass dieser Angriff dieser Waffe möglicherweise aus den Wolken aufgetaucht ist. Entweder kann sich die Waffe frei bewegen, oder es nutzt quasi die Wolken, um einen Angriff auszuführen. Und diese Waffe ist immer von diesen Wolken oder Nebel immer umgeben, genauso wie Nische oder der geheimnisvolle Schatten aus der Thriller Bark. Oder wie gesagt, dass es eine Waffe ist, quasi die Wolken selbst manipuliert für diesen Angriff. Auf jeden Fall besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Technologie oder diese Waffe sehr mit dem antiken Königreich zusammenhängt. Wir wissen ja, dass es in der Welt von One Piece möglich ist, dimensionale Räume mit der Fähigkeit zum Beispiel der Dor-Dor-Frucht und schwarze Löcher mit der Fähigkeit der Dunkelheitsfrucht. Vielleicht gibt es ja im Nebel der One Piece Welt einen dimensionalen Raum. Wir haben bereits die Existenz einer wissenschaftlichen Methode für Raumzeitreisen bestätigt, nämlich die Aussage von Vegapunk, in der er fragt, wurde die Raumzeit während des Warps verzerrt? Im Japanischen wird auch Warp oft als Teleportation übersetzt. Aber das Schriftzeichen Shunkan Edo wird interessanterweise in der Begriff Warp verwendet. Und das Wort Warp wurde auch in anderen Zusammenhängen verwendet, nämlich als Ruffy folgenden Satz gedroppt hat: Dream Warp Zone. Das war, als er den weißen Sturm sah, direkt nach der Thriller Bark. Das könnte auch implizieren, dass die Warp Zone auch indirekt eine Verbindung zu Ruffys Traum haben könnte. Also um seinen Traum zu verwirklichen, muss Ruffy Piratenkönig werden. Was muss er also dafür tun, um Piratenkönig zu werden? Er muss Lovetail erreichen und das One Piece sichern. Die Frage ist, wie werden sie Lovetail ausfindig machen? Ich vermute über die Warp Zone des Traums. Also Ruffy muss quasi die Warp Zone benutzen, um in einen anderen Raum zu gelangen bzw. dich zu porten. Und dieser könnte möglicherweise im Nebel liegen. Im Kapitel 490 gibt es noch weitere Hinweise, die sehr wichtig sind. In diesem Kapitel geht es um das mysteriöse Schattenwesen von der Thriller Bark. Hier steht Ruffy und seine Crew erneut vor der Red Line. Und der Nebel wird in dieser Szene sehr stark betont. Und mittendrin sagt Ruffy nochmal erneut, um seinen Ehrgeiz zu zeigen, er will Piratenkönig werden. Der erste Hinweis ist, nämlich nachdem die Thriller Bark verlassen haben, wurden sie Zeugen eines kreisförmigen Regenbogens und navigierten anschließend durch eine Serpentinenströmung bzw. eine Art Schlangenströmung. Dieser kreisförmige Regenbogen könnte das Tor zu einem alternativen Raum symbolisieren. Und diese schlangenartige Strömung könnte eine Darstellung des weißen Sturms sein, der die Warpzone ist, die zum Traum führt. Lovetail könnte direkt dahinter warten. Es gibt auch zwei weitere Dinge, die möglicherweise in den Wolken verborgen sein könnten. Als Dr. Kleber sich das antike Königreich vorgestellt hat, war dieses Königreich von Wolken umgeben. Das gleiche gilt auch für Lovetail. Wenn man sich die Szene ansieht, wenn der Roger in Lovetail ankommt, kann man so etwas sehen, so eine Art Wolken bzw. was an Nebel erinnert. Inuarashi macht noch einmal eine Bemerkung über Lovetail und bezeichnet es als die letzte unsichtbare Insel. Das könnte quasi darauf hindeuten, dass Lovetail physisch für die Außenwelt unsichtbar sein könnte. Es ist auch denkbar, dass durch die Hieroglyphe, dieses X gezeichnet ist, dass sich dort ein Portal zu einer anderen Dimension befindet. Man kann Lovetail quasi nur erreichen, indem man durch diese Warp Zone navigiert, die dann auf der Karte gekennzeichnet ist. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man wirklich eine ganze Insel in eine andere Dimension verstecken? Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Kaido komplett Onigashima durch Wolken transportieren konnte. Denn sowas ist schon mal möglich. Und das konnte er durch die Drachenfrucht erreichen. Durch die Uonomi Modell Azurblauer Drache. Und es gibt hier einen kleinen Zusammenhang mit dem Drachen, nämlich mit White Storm, auf Japanisch Chiroryu übersetzt, was weißer Drache bedeutet. So wie der azurblaue Drache Onigashima bewegte, könnte zum Beispiel der weiße Drache
da die Frucht von den weißen Drachen dafür verantwortlich gewesen sein, dass Loft in eine andere Dimension versetzt worden ist. Aber selbst wenn das nicht stimmt, könnte es sein, dass es eben durch die Wissenschaft vom antiken Königreich entstanden ist.